Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Wir sind hier gerade in einem, Knast, in einem Gefängnis und sind dabei hier ein bisschen aufzuräumen und Sachen mitzunehmen. Ich gucke gerade mal, was wir noch abschmeißen können, damit wir hier genügend Platz haben. Light Bulb haben wir auf jeden Fall auch schon irgendwo. Genau, mit diesen Sachen könnten wir dann nämlich einen Teil unserer Basis später mal einrichten. Müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Metallkabinett können wir auch wegschmeißen. So, und hier so eine Duschköpfe sind doch eigentlich auch ganz nett. Hier ist sogar ein Tropfen, ne? Können wir leider nicht mehr mitnehmen. Schade, schade. Wir könnten natürlich hier auch nochmal hinterher runter. Also wenn wir die Sachen wieder weggebracht haben, müssen wir mal gucken, wie weit das ist von uns. Ah, wirf ich schon das Messer weg hier. Das Katana. Ja, nice. So, das würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. So, dann nehmen wir erstmal alles mit, was wir irgendwie mitkriegen. Und dann gehen wir vielleicht nochmal ein zweites Mal hier runter und tun den Rest. Guten Morgen. Aufstehen. Die sind so geil, die Dinger. Vor allem, weil die auch noch mehr explodieren. Ja, wie gesagt, alles, was wir hier mitnehmen können im ersten Lauf, nehmen wir natürlich mit. Den haben wir beim Schlafen überrascht hier. Okay, die ist größer als gedacht. Können wir hier vielleicht noch mal was reinpacken? So. Machen wir das so. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir kommen, das beides mitnehmen. Okay, können wir ausscannen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Eine Waffe auch. Verkaufen wir wahrscheinlich wieder. Au. Ja, komm mal her. Da haben wir mal direkt die Toilette benutzt. Also da würde ich auch nicht raufgehen, so wie die aussieht. Achso, jetzt sind wir hier wieder, okay. So, ich sehe auch gerade, wir kriegen schon wieder Hunger. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier essen können. Das Eis kann auf jeden Fall weg, der Tomatensaft. Hier haben wir schon wieder etliche Sachen, die vergammeln leider.
wie das immer so ist. Ja. Essen wir jetzt alles weg, so, und schon sind wir satt. Da haben wir noch Lampen vergessen. Wenn wir die beim nächsten Durchlauf mitnehmen, dann nehmen die nämlich nur wieder Platz weg. Das wäre schade. So, den Lautsprecher haben wir auch noch nicht entdeckt. Das nehmen wir mal mit. Haben wir auch wieder einiges. Die schon mitnehmen? Nee, okay. Das sind Querbalken. Die haben wir vielleicht auch noch nicht entdeckt, genau. Ja, das nimmt hier gerade ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber im Endeffekt wird uns das zugutekommen. Weil wir dann nämlich weniger Pixel ausgeben müssen für Sachen, um unsere Base dann später mal schön einzurichten. So, Messhalle, hier frühstücken und essen die Leute. Das haben wir noch nicht entdeckt. So, da können wir direkt mal reinspringen. Ja, geil. Es geht hier Schlag auf Schlag. Geile Waffe, kann ich nichts anderes sagen. Also, schön, dass wir die gefunden haben. Escape hatten wir schon. Get Out hatten wir, glaube ich, noch nicht. Sehr schön. Oh, was ist das denn hier Nettes? Ah, okay, da schlafen wir wohl drin. Oder? Ne, wir regenerieren keine Gesundheit. Okay, keine Ahnung, was das macht. Aber nehmen wir auch mit im nächsten Durchlauf. Na, ich will da eigentlich wieder hochkommen. Na gut, dann so. Altbekannte Methode. Ja, geht noch weiter. Wir sind noch lange nicht durch. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Zellentüren brauchen. Aber wir nehmen die meisten mal mit. Oh, jetzt habe ich hier das Bett abgebaut. So, hier haben wir auch nochmal so einen Aufenthaltsraum, also so einen, wie nennt man das, Besucherraum.
So, und ich glaube, hier geht's wieder nach draußen. Genau, das haben wir noch mitgenommen. Gucken, was da drin ist. Okay, das haben wir schon mal gehabt. Und das haben wir auch schon. Gut, Leute. Springen wir hier nochmal hoch. Vielleicht den Rest des Weges noch mal gehen und gucken, wann wir an unserer Landmarke wieder ankommen. So, haben wir wirklich leer geräumt hier. Jetzt dürfen wir nichts mehr finden, zumindest keine Einrichtungsgegenstände mehr, die wir mitnehmen wollen. Nehmen wir mal alles mit. So, hier finden wir wieder eine ganze Menge. Auch ein schönes Haus hier. Schön gebaut. Gefällt mir. Verstehe ich nicht, dass die teilweise hier durch die Wände können. Sieht immer ein bisschen verdächtig, finde ich. Solche Sachen, wenn der Untergrund gerade ein bisschen anders aussieht als der Rest. So, drückt die Daumen, dass es nicht ganz so weit ist bis zur Landmarke. Dann müssen wir auch nicht so weit rennen wieder bis zum Krankenhaus. Krankenhaus sage ich schon, Gefängnis. Fast dasselbe. Oh, ein Iglu. Cool. Haben wir denn hier alles entdeckt? Bis auf die Kiste, ja. Okay, wir hatten was entdeckt gerade da, was wir gescannt haben. Was Esther interessiert. Wie doof willst du dich anstellen? Ich so, ja. Da ist doch schon noch eine Strecke hier. So, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, hier den Weg gleich zu gehen, wenn wir einmal oben waren. Ich glaube, der andere war ein bisschen angenehmer zu laufen. Okay. Altbekannte Methode. Nicht hoch. Ganz schön complicated hier der Weg.
keine Kiste drin. Manchmal gibt es ja so kleine Höhlen. Ah ja, moin, hallo, na, grüß dich. Mal gucken, haben wir hier alles gescannt? Hatten wir, glaube ich, schon mal so ein Teil. Können wir vielleicht auf dem Rückweg gleich mitnehmen. Dann gehen wir vielleicht doch den Weg hier lang. Dann können wir gleich das Haus da abbauen. Und dann weiter zum Gefängnis laufen. Sonst hier mal schauen, keine Kiste. Hätte ich jetzt erwartet. Komm her. Was wollt ihr denn alle? Die haben echt so eine kleine Hasskappe auf uns. Okay, da könnte es vielleicht nochmal Sinn machen, mal runterzuschauen gerade. Ja. Survival Gearbag. Sammeln wir mal ein. Unser Inventar scheint auch schon wieder voll zu sein. Also das andere, wo die Waffen und so gelagert werden. Okay, wir sind da. Das heißt, wir gehen den Weg gleich nochmal zurück und holen uns die ganzen anderen Sachen noch. Ich würde die ganzen Sachen hier erstmal ablegen. Fangen wir da oben an. Dann haben wir hier die ganzen Gefängnissachen drin. Ja, damit lässt sich das auf jeden Fall gut arbeiten, würde ich sagen. Die Sachen packen wir hier mal rein. Auch zack. So, dann können wir hier die ganzen Bücher und sowas nochmal wieder ablegen. Ja, kein Platz mehr. Das heißt, wir müssen die Spitzhacken hier mal mitnehmen und die mal verkaufen. So, wir haben keinen Platz mehr. Ist hier noch irgendwo ein Buch? Ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir erstmal kurz nach Hause. Schmeißen da die Klamotten nochmal in die Kisten. Beziehungsweise müssen einmal gucken, was wir denn jetzt hier lassen können und was nicht. Snow Infantry haben wir auf jeden Fall. Survival Gearbag haben wir jetzt gerade hinten dran. Sieht vielleicht auch ein bisschen besser aus als das Teil. Lassen wir mal so. Steel Drum ist ein Musikinstrument. Snowball Shooter haben wir schon. Können wir aber gleich mal verkaufen, das Teil. Und so hier die ganzen Stapelsachen packen wir hier mal rein. Das so. Dann müssen wir die Seile gleich mal woanders lagern. So, Snowball, das werfen wir weg. Brauchen wir nun wirklich nicht. So, ich gucke mir die ganzen Sachen hier nur nochmal an. Hijacker-Weste hatten wir schon. Und hier den Helm können wir auf jeden Fall noch ablegen. Und hier dieser. So, Rest können wir auf jeden Fall behalten. Und die ganzen anderen Sachen verkaufen wir. Die Seile lassen wir hier nochmal irgendwo kurz. Packen wir erstmal hier rein. Und dann kurz einmal zum Außenposten ein paar Sachen verkaufen und dann holen wir uns die restlichen Sachen.
Ja, fast 3000 Gold. Macht schon was aus. So, und dann wieder... Oh, ich weiß nicht, habe ich mich jetzt verklickt? Ja. So, Beam to Chip. Und wir wollen auf den Planeten runter. Und uns die restlichen Sachen holen. So, das kommt dann auch alles erstmal in den Container rein. Und wir schauen dann, sobald ich weiß, aus welchem Material wir überhaupt unsere Basis bauen wollen, fangen wir dann damit natürlich irgendwann mal an. Und dann werden wir das alles nach und nach so ein bisschen einrichten. Und ich habe da auch schon so ein paar Ideen. Also wir werden das auf jeden Fall auf dem Planeten auch bauen, wo unser Hauptplanet jetzt gerade ist. Wo wir den Teleporter ja auch schon gesetzt haben. Bloß ich möchte das dann gerne noch ein bisschen variieren. Aber wir müssen auch ein bisschen Gold sammeln noch, damit wir uns dann auch ein paar Gegenstände leisten können, die wir mit dem Pixelprinter herstellen müssen. Weil wir haben ja nicht alles da. Deswegen fange ich jetzt schon mal an zu sammeln. Ja, aus dem Gefängnis, da kann man auf jeden Fall vieles verwenden. Das werden wir auch machen. Bloß unsere Basis soll nachher ein bisschen moderner aussehen. Haben wir den kleinen Stuhl schon gescannt? Ja. So, tut mir leid, Kollege, aber wir bauen hier deine kleine Basis mal ein bisschen ab. Das sind alles Sachen, die wir haben wollen. So, den Stuhl kannst du behalten, den wollen wir nicht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dann wieder zu dem Gefängnis hinkommen. War ja ein bisschen... schwieriger der Weg, gerade durch die hohen Berge. Aber wir können es natürlich auch einmal hier so rüber bauen, wenn das denn funktioniert. Okay, da kommen wir auch so rüber gesprungen. Dann sparen wir uns nämlich die Schlucht. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber ich glaube nicht, dass wir hier sowieso nochmal landen werden. Deswegen sammle ich halt auch alles in dem Gefängnis ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Von dem wollen wir nichts haben. Der kann seinen Pelz behalten. So, alles mitgenommen. So, und jetzt sind wir ja auch einmal um den Planeten rum gewesen. Das heißt, wir können uns dann nachher von dem Gefängnis einfach wieder auf unser Schiff teleportieren. Und dann war's das. Oh. Den nehmen wir mal mit hier. Wir könnten vielleicht hier die Lampe noch mitnehmen. Sehe ich gerade. So, wir kriegen mal wieder Hunger. Das heißt, wir brauchen was zu essen. Wir müssen uns aber auch ein bisschen was herstellen, glaube ich.
Ja, nice. Das reicht erstmal. Potatoes. Tomatoes. Karottos. Ja, du solltest alle herstellen. Genau. So, und Pilze lassen wir erstmal. Die können wir vielleicht wieder lagern. Wir haben nämlich keine Begrenzung. Da, die sind immer frisch. Wie schön. So, ich weiß nicht, ob wir die Bänke gebrauchen können. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. So, die Stühle wollen wir nicht haben. Die Aktenschränke, da wollen wir nicht haben. Ich glaube, da unten gab es auch nichts. Aber ein paar Sachen gab es hier, die würde ich noch ganz gerne mitnehmen. So wie hier dieses No Escape. Da kann man sicherlich mal tolle Sachen draus bauen. Hier die Zäune vielleicht noch mitnehmen, die Betten. Das Get Out nehmen wir mit. Und diesen Tank auf jeden Fall. Alleine dafür hätte sich das schon gelohnt, wieder herzukommen. So, Messerle. Ja, die Tische können wir vielleicht auch noch mitnehmen. Das Teil wollte ich noch gerne haben. So eine Feuertonne vielleicht. Die Lautsprecher kommen auf der anderen Seite gleich nochmal. Und da haben wir ein Licht vergessen. Eine alte Matratze nehmen wir mit. Feuertonne hatten wir. Zack. Ansonsten hier die Sachen, glaube ich, nicht. So, die Zäune wollten wir nochmal mitnehmen. Das ist so wichtig, wenn wir da nicht alle schaffen. So, Matratze. Hier haben wir eine Lampe vergessen. Das Teil auf jeden Fall. Klo und Matratzen. Na, ich baue immer eins zu weit oben ab. Ach, wo kommst du denn noch her? Sieht doch fast aus wie wir. So, was nehmen wir alles mit? So, da war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr, aber hier in der Dusche, das wollten wir noch mitnehmen. Auf jeden Fall hier das Licht. Und hier die Duschen und da oben die Turbinen vielleicht auch noch. Was sind das hier hinten? Titanium-Panel, okay. Interessant. So, Gefängnisbetten. Matratze. Die brauchen wir alle nicht. Die sehen mir ein bisschen zu ranzig aus. Deswegen nehme ich die nicht mit. Das soll ja alles ein bisschen hübscher auch aussehen bei uns. So Leute, ich glaube, das war's schon fast. Da dürfte jetzt nicht mehr allzu viel kommen, was wir noch mitnehmen wollen. So, da geht's so wieder runter. So, die Lampen wollen wir eigentlich auch nicht.
Okay, die Bänke können wir vielleicht nochmal mitnehmen. Tür. Ja, dann war's das. Gut, passt auch richtig schön mit einem Folgenende zusammen. Ich lagere die ganzen Sachen hier nochmal kurz. War noch fast schon wieder voll. Genau, und die kommen gleich in den anderen. Genau, die packe ich hier mit rein. So, sehr schön, Leute. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ich denke mal, einen neuen Kopfgeldauftrag, wenn wir uns widmen. Und ja, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, liebe Leute.